Ja, hallo und herzlich willkommen. Es wird mal Zeit für ein neues Video. Obwohl es jetzt gar nicht so viel bei den Bienen zu entdecken gibt. Wir lassen sie ja eigentlich in Ruhe. Aber trotzdem möchte ich euch einmal hier an meinem Stand, an einem meiner Außenstände einmal mitnehmen und in ein, zwei Völker einfach mal reinschauen, gucken, ob die Bienen alle noch da sind. Zur Winterbehandlung waren sie noch alle da. Hier stehen zwei Schwächlinge. Aber ansonsten geht es den Bienen komplett gut. Und ja, das schaue ich mir einfach mal mit euch zusammen an. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt dabei und dann gucken wir zusammen mal da rein. Ja, bei diesem Volk hier ist sogar ein bisschen Flugbetrieb. Wir haben jetzt so um die 6 Grad. Naja, können wir ja einfach mal reinschauen. Ist ein Zweizager. Hier stehen tatsächlich noch, ja, sind ein paar anderthalber. Hier stehen tatsächlich noch 1, 2, 3 Zweizager. Da hinten ist noch ein Dreizager bei. Ansonsten sind die alle auf 1,5er Maß schon umgestellt. Werfen wir vielleicht mal einen Blick auf die Windel bei diesem Volk. So. Ja, was erkennen wir daran? Hier ist jetzt ein bisschen Schimmel wegen der Feuchtigkeit. Die Bienen sitzen halt hier auf 1, 2, ja, auf 3 Wabengassen, würde ich sagen, in der Mitte. Sie sitzen mittig am Flugloch. Die Windeln, die lasse ich jetzt noch drin. Hier ist noch Regenwasser. Weil die Bienen jetzt mit dem Brutgeschäft anfangen, lasse ich die Windeln halt einfach drin, um sie ein bisschen wärmetechnisch zu unterstützen. So, dann stelle ich euch jetzt hier auf dem Nachbarvolk einmal ab. Und dann werfen wir hier mal einen Blick. Unter die oder in die Folie. Ein gedämmter Deckel. Und was wir sehen nicht viel, wir sehen aber Folie. Hier ist ein bisschen Wasser drauf, Kondenswasser. Und ihr seht ja auch, die Bienen sind geflogen, also sie sind da. Eine Kippkontrolle wird natürlich jetzt um diese Jahreszeit nicht gemacht. Das wäre ja absolut tödlich für die Damen. Dann gucken wir uns doch mal so einen anderthalber an. Der Nachbar hier neben. Einmal an die Windel. So. Auch Schimmel drauf auf der Windel. Aber das Volk sitzt links. 1, 2, 3, 4,5 Wabengassen im vorderen Drittel, auch am Flugloch. Milben sind überhaupt keine zu sehen. Auf den ersten Blick zumindest, nö. Was aber nichts heißen mag, die Milben sind immer da. Auch ein isolierter Deckel. Ich nutze da halt Styropor. Das macht gute Dienste. Ja, und da sind die Bienchen. Mach ich mal ein bisschen näher ran. So. Also die Folie wird jetzt auch um Gottes Willen nicht weggenommen, weil die Bienen sitzen so schön in der Wintertraube. Und wenn man die Hand drauf legt, man fühlt sogar ein bisschen Wärme durch die Folie durch. Ja, die Kugel sitzt auf 1, 2, 3, 4, 5 Wabengassen. Schön groß. Toll. Machen wir auch vorsichtig wieder zu, ohne große Störung.
So, dann schauen wir noch mal. Schauen wir noch mal in ein anderes Völkchen. Hier haben wir auch noch mal einen Anderthalbzager. Der sitzt auch auf 1, 2, 3, 4, auf 5 Wabengassen. Auch schön vorne am Flugloch. Hier hat es noch ein paar Milden drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naja, aber die Windeln sind ja auch schon lange drin. Oxalsäurebehandlung ist ja auch vor langer Zeit gemacht, kurz vor Weihnachten. Mal abstellen. Backen. Ja, und hier sieht man gar nicht mal so viele Bienen. Doch, die sitzen halt nicht so weit oben. Aber man sieht sie hier in den Gassen sitzen. Ja. Da sitzen sie, Mädels. Und dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf die ehemalige Brutscheune. Zwei Zager. Müsste aber auch. Ich hoffe, ich habe hier kein Fütterer mehr drauf. Nein. Die haben bei der Oxalsäurebehandlung schon ziemlich fett oben gesessen. Oh ja. Oh ja. Herrlich, herrlich. Ist das nicht geil, wie die Damen da sitzen? Auch über 1, 2, 3, 4, 5, über 6 Wabengassen. Ganz toll. Schauen wir uns noch einmal das Nachbarvolk an. Das war ein Schwarm, den ich eingesammelt habe in einer Kleingartenanlage. Das müsste auch ein Backfastvolk sein. Ach, deswegen. Ah. Auf 1,5 sitzen die. Ziemlich viel Wildbau hier unten drin. Da hat der Imker nämlich nicht aufgepasst. Zeige ich euch mal. Und zwar hat der Imker beim Einschlagen des Schwarms nicht genügend Waben reingepackt, sodass Wildbau hinterm Schied betrieben wurde. Aber man sieht die Bienen jetzt gar nicht. Die sitzen alle ziemlich weiter unten, würde ich sagen. Ja. Machen wir auch mal wieder zu. Haben wir auch noch ein paar Mädels stehen. Ist auch noch mal. Also ich nutze ja wirklich die halben Honigräume, um die Bienen dann auf anderthalb zu kriegen, auf anderthalb Maß. Ja. Dem Bienchen geht's gut. Ja, das war's dann an dieser Stelle. Im Januar gibt's nichts zu tun. Im Februar werde ich mir die Völker alle einmal vornehmen und mal gewichtsmäßig mir anschauen. Und das Leichteste wird dann halt auch mal geöffnet. Und dann gucke ich nach, ob da genügend Futter ist, beziehungsweise ob die Bienen Kontakt zum Futter haben. Weil ich sag mal, es ist noch kein Volk erfroren, aber verhungert sind sie dennoch. Und deswegen schaue ich so, ich sag mal Mitte Februar rein, wenn das jetzt das Wetter zulässt und es ein bisschen wärmer geworden ist. Dann greife ich dann doch die Gelegenheit und gucke dann einmal kurz, bevor mir dann ein Volk verhungert. Ist kein schöner Anblick und ja. Gut, das war's dann an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, einen Daumen nach oben gebt und vielleicht erzählt ihr mir ja auch mal, was ihr jetzt an den Völkern macht. Setzt ihr euch auf die Finger oder wagt ihr wie ich gerne auch mal den Blick durch die Folie und könnt es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Ja, bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!